Krebs. Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deine heutigen Tarotkarten. Los geht's! Heute, Krebs, sind deine Gespräche mit Freunden, deiner Familie und deinen Lieben voller Aufregung und neuer Möglichkeiten. Diese Welle anregender Gespräche könnte dir neue Horizonte eröffnen, sowohl intellektuell als auch in deinem direkten Umfeld. Ein neues Interessensgebiet könnte dich in seinen Bann ziehen, dein persönliches Wachstum fördern und die Beziehungen zu deinen Mitmenschen stärken. Dies ist eine Zeit, in der du dich auf neue Ideen einlassen und sie dein Leben bereichern kannst. Deine ehrgeizige Natur treibt dich oft an, aber es ist wichtig, die einfachen Freuden des Lebens zu genießen. Überlege dir, ob du dir ein Creature Comfort Quiz erstellen sollst, um sicherzustellen, dass du deinen Ehrgeiz mit Selbstfürsorge in Einklang bringst. Dieses Quiz könnte Fragen zu deinem Wohnumfeld, deiner Garderobe, deinen Lieblingsspeisen oder anderen Aspekten enthalten, die zu deinem täglichen Wohlbefinden und Glück beitragen. Wenn du deine Bedürfnisse regelmäßig überprüfst, kannst du kleine Anpassungen vornehmen, die dein allgemeines Wohlbefinden und deine Zufriedenheit deutlich steigern. In deinem Berufsleben erlebst du vielleicht ein Gefühl der Stagnation, wenn du siehst, wie andere um dich herum mit innovativen Ideen Erfolg haben. Anstatt Frustration zuzulassen, solltest du die Chancen für Wachstum und Lernen nutzen, die diese dynamischen Veränderungen mit sich bringen. Wenn du dich mit denjenigen zusammentust, die vorwärts gehen, könnte das den nötigen Anstoß geben, um aus deinem Trott auszubrechen und neue, aufregende Wege einzuschlagen. In deinem Liebesleben könnte es allerdings turbulent zugehen. Die aktuelle Ausrichtung der Planeten rückt ein Beziehungsproblem in den Vordergrund, doch eine Lösung zu finden, ist vielleicht nicht ganz einfach. Für dich und deinen Partner könnte es schwierig sein, die Perspektive des anderen zu erkennen, was zu einer Blockade führen könnte. Trotz der Schwierigkeiten ist es wichtig, dass du dich um Verständnis und Geduld bemühst. Denke daran, dass Kompromisse und Einfühlungsvermögen der Schlüssel sind, um durch solche Sackgassen zu navigieren. Heute stehen die Sterne so, dass ein unerwartetes, aber bescheidenes Wunder deinen Weg zieren könnte. Es handelt sich dabei nicht um ein großes Spektakel, sondern eher um ein kleines, fast flüsterndes Ereignis, das deine Sichtweise oder deine Umstände deutlich verändert. Es könnte eine zufällige Begegnung sein, eine plötzliche Lösung für ein langwieriges Problem oder eine aufschlussreiche Erkenntnis, die innere Unruhe beseitigt. Achte auf die kleinen Dinge, denn dieses Wunder wird wahrscheinlich ganz subtil sein, aber seine Wirkung wird tiefgreifend sein und dich daran erinnern, dass das Universum sich manchmal im Stillen verschwört, um Freude und Lösungen in unser Leben zu bringen. Halte ein offenes Herz und ein wachsames Auge, dein kleines Wunder ist auf dem Weg. Astrologisch gesehen könnte Merkurs Übergang in den Steinbock einige vorsichtige oder sogar paranoide Gedanken über die Welt im Allgemeinen hervorrufen, aber er bietet auch einen fruchtbaren Boden für die Bewältigung komplexer und anspruchsvoller Aufgaben. Nutze diese Energie, um dich auf komplizierte Projekte zu konzentrieren, die detaillierte Aufmerksamkeit erfordern. Der harmonische Aspekt des Mondes mit Venus in Schütze verspricht ein angenehmes Sozialleben. Nutze die Gelegenheit für gesellige Treffen, vielleicht ein köstliches Abendessen mit Freunden, bei dem du dich entspannen und die leichteren Seiten des Lebens genießen kannst. Und schließlich ist der Mond in den Fischen ein Segen für deine Kreativität. Lass deiner Fantasie freien Lauf und genieße diese Zeit als ideale Gelegenheit, dich künstlerisch auszudrücken und große Träume zu verwirklichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es heute darum geht, die Aufregung über neue intellektuelle Ziele mit der Wichtigkeit der Selbstfürsorge in Einklang zu bringen, Kooperationsmöglichkeiten in deinem Berufsleben zu nutzen, romantische Herausforderungen mit Einfühlungsvermögen zu meistern und das aktuelle astrologische Klima für kreative Unternehmungen und soziale Freuden zu nutzen. Nun geht es gleich weiter mit deiner Tarotlesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge,
die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Tarotlesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die Karte 9 der Stäbe symbolisiert in dieser Lesung, dass wir am Ende einer herausfordernden Reise stehen. Sie unterstreicht, dass wir auf viele Hindernisse gestoßen sind und uns durch diese Prüfungen erschöpft gefühlt haben. Trotz dieser Erschöpfung erinnert uns die Karte an unsere innere Stärke, unsere Widerstandsfähigkeit und unsere unerschütterliche Entschlossenheit, diese Widrigkeiten zu überwinden. Sie bestätigt, dass wir trotz unserer Erschöpfung die Fähigkeit und das Durchhaltevermögen haben, diese Reise fortzusetzen und abzuschließen. Danach deutet der Ritter der Münzen darauf hin, dass wir einen beständigen, zuverlässigen Ansatz brauchen. Diese Karte verkörpert Qualitäten wie Verlässlichkeit, Geduld und Sachlichkeit und weist darauf hin, dass der vor uns liegende Weg ein methodisches und detailliertes Vorgehen erfordert. Der Ritter der Münzen ermutigt uns, bei der Planung und Ausführung gründlich zu sein und betont, wie wichtig es ist, jedes Detail und jedes mögliche Ergebnis zu bedenken, bevor wir handeln. Diese Karte rät uns, uns auf unsere Ziele zu konzentrieren und sie engagiert zu verfolgen. Sie zeigt uns, dass Geduld und Beharrlichkeit der Schlüssel sind, vor allem wenn es zu Verzögerungen oder Rückschlägen kommen kann. Die Mondkarte als Ergebnis bringt eine neue Ebene der Komplexität in unsere Situation. Sie symbolisiert Intuition, emotionale Tiefe und den Einfluss unseres Unterbewusstseins. Der Mond deutet darauf hin, dass unsere Situation komplizierter sein könnte, als sie auf den ersten Blick erscheint, und dass mögliche Geheimnisse oder verborgene Wahrheiten eine wichtige Rolle für das Ergebnis spielen. Diese Karte rät uns, uns auf unsere Intuition und innere Führung zu verlassen, um trügerische Erscheinungen oder Ungewissheiten zu überwinden. Sie deutet darauf hin, dass wir uns auf unserem Weg nach vorne mit unseren Ängsten auseinandersetzen und das Unbekannte annehmen müssen, was zu Momenten der Verwirrung führen kann, aber auch das Potenzial für spirituelles Wachstum und Neuanfänge birgt. Wenn wir diese drei Karten zusammen betrachten, ergibt sich eine zusammenhängende Erzählung. Die 9 der Stäbe erkennt den langen und schwierigen Weg an, den wir bereits zurückgelegt haben, und zeigt unsere Widerstandsfähigkeit angesichts von Herausforderungen. Der Ritter der Münzen zeigt uns, wie wir vorgehen sollen, und mahnt uns zu einer praktischen, geduldigen und sorgfältigen Vorgehensweise. Schließlich mahnt uns die Mondkarte, auf tiefere, weniger offensichtliche Faktoren zu achten, und ermutigt uns, unserer Intuition zu vertrauen und unter die Oberfläche zu schauen, um verborgene Wahrheiten zu entdecken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die heutige Tarotdeutung das Bild einer Reise zeichnet, die sich ihrem Ende nähert, einer Reise, die unsere Stärke und Widerstandsfähigkeit auf die Probe gestellt hat. Auf unserem Weg nach vorne wird es entscheidend sein, die Eigenschaften des Ritters der Münzen zu verkörpern, zuverlässig, praktisch und gründlich zu sein. Die Anwesenheit des Mondes erinnert uns jedoch daran, mit unserer Intuition verbunden zu bleiben und zu erkennen, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Wenn wir ein Gleichgewicht zwischen praktischem Handeln und intuitiver Einsicht finden, können wir die letzte Phase dieser Situation mit mehr Weisheit, Verständnis und Klarheit meistern und so zu einer tieferen und sinnvolleren Lösung gelangen.